Expertinnen sprechen von einer schweren Bildungskrise. In Ecuador breiten sich die Waldbrände immer weiter aus. Seit der Corona-Pandemie und der Schließung der Schulen nimmt die soziale Isolation zu. Ich habe den Bau eingerichtet und er scheint wohl gelungen. Das Geräusch ist stärker geworden! Das Schönste an meinem Bau ist seine Stille. Stundenlang kann ich durch meine Gänge schleichen und höre nichts als manchmal das Rascheln irgendeines Kleintieres oder das Rieseln der Erde, das mir die Notwendigkeit irgendeiner Ausbesserung anzeigt. Sonst ist es still. Regelmäßig, von Zeit zu Zeit, schrecke ich auf aus tiefem Schlaf und lausche. Lausche in die Stille, die hier unverändert herrscht. Bei Tag und Nacht. Lächle beruhigt und sinke mit gelösten Gliedern in noch tieferen Schlaf.